Also ich stehe hier mit Jürgen Krakow, Championatsreiter für Österreich, auf der Olympiareitanlage in Riem. Jürgen, wie war denn der erste sportliche Eindruck zum Tierpike-Wochenende? Ja, also wir sind sehr glücklich. Wir haben wirklich ganz tolle Jugendliche ausgesucht und bin sehr zufrieden mit den sportlichen Leistungen. Und die Kinder saugen wirklich die Themen auf, die wir ihnen geben. Und das ist ein sehr schönes und angenehmes Arbeiten. Jürgen, du hast jetzt dieses Wochenende nicht nur die Springkinder trainiert, sondern auch die Vielseitigkeitskinder. War ein großer Unterschied in den Leistungen? Nein, wir haben hier wirklich sehr sportliche Jugendliche, die alle sehr viel Interesse an ihren Pferden haben. Und es ist auch gar kein so großer Unterschied, ein Vielseitigkeitspferd und ein Springpferd zu trainieren oder auch ein Dressurpferd, weil es ist einfach ein Pferd zu trainieren. Das bleibt immer die Grundlage des Ganzen. Und wir wollen ja hier den Jugendlichen auch die Grundlagen des Trainings beibringen. Erstmal sich selbst zu trainieren und dann ein anderes Wesen zu trainieren. Und da sind wir eigentlich in allen Bereichen gleich. Jürgen, worauf hast du denn an diesem Wochenende besonders Wert gelegt oder worauf hast du besonders geachtet? Dass die Jugendlichen bewusster reiten. Das heißt, sie sollen sich mehr konzentrieren, sich mehr Gedanken machen und ihr Gefühl auch irgendwo finden. Dass das nicht irgendwie von außen so gesteuert wird und dann zieh da an und stech da rein, sondern sie müssen wissen, warum sie was machen. Und das wird in meinen Augen oftmals etwas vergessen. Und dass nur das Ergebnis zählt, sondern aber mir ist sehr wichtig, dass der Weg zu dem Ergebnis auch jedem klar ist und dass sie ihn eben auch alleine, wenn wir nicht bei ihnen sind, sie es zu Hause so auch weiter trainieren können und so zu ihrem Ziel kommen. Der Tag begann ja früh mit 7 Uhr laufen, dann frühstücken und dann schon ausreiten. Waren die denn jetzt alle noch konzentriert und bei der Sache? Das ist genau sogar umgekehrt so, dass wenn man früh aufsteht und schon mal sich bewegt und läuft und mit seinem Körper sich beschäftigt, dass man ein ganz anderes Bewusstsein kriegt. Ja, das wird jeder, der joggt, wahrscheinlich gut verstehen. Und gerade auch über die Physiotherapeutin und die Gesundheit, die wir angesprochen haben und diskutiert haben, ist das Interesse immer mehr gekommen. Man hat wirklich auch gemerkt, dass die Fragen während des Reitens auch mit den Sachen zusammenhingen, die wir heute Vormittag Ihnen erzählt haben. Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube wirklich, dass wir dort Jugendliche kriegen in den nächsten Jahren, die Top-Leistungen bringen. Jetzt als erstes Event für uns alle steht Pferd International im Blickpunkt. Jürgen, du wirst die Kinder aussuchen, die hier an den Start gehen dürfen. Hast du da schon so ein bisschen was im Blick oder sagst du, wir müssen noch einmal trainieren? Also wir sind das erste Mal hier zusammen und es ist schön, dass viele Jugendliche gar nicht wissen, wie gut ihre Pferde springen können. Ja, also auch wie hoch und breit. Das ist, im Moment ist da auch alles sehr offen und ich möchte auch nicht sagen, der oder der ist jetzt besser. Das haben wir auch gar nicht. Sondern der eine weiß schon mehr ein bisschen über sportliche Erfolge und wir haben auch zwei der Jugendliche, die wissen noch gar nicht, wie gut sie sind. Und das ist sehr schön zu spüren und ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für Pferd International und es wird eine spontane Entscheidung sein, wer was reitet, aber auch nicht alleine von uns entschieden wird, sondern wir machen das im Team, wir werden es besprechen, wer sich wie fühlt, wer seinem Pferd was zutraut. Und dann unterstützend beiseite sein. Jürgen, du wirst ja die Kinder auf Pferd International unterstützen und auch hier in München am Start sein. Eine Frage zu Looping natürlich, weil es alle interessiert. Wie geht's Looping und wann sehen wir ihn wieder? Ja, wir beide haben ja eine Pause, eine Gesundheitspause, aber die sollte vom Schicksal so sein. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Es geht ihm sehr gut und ich glaube, wir kriegen noch eine sehr gute Saison. Also es werden noch ein paar gute Springen auf seiner Seite sein, glaube ich. So, Jürgen, jetzt geht's zum Schwimmen und morgen geht's weiter. Ich danke dir dabei und schauen wir mal, wie es dann auf Pferd International läuft. Danke dir. Ich danke.